Moin Moin und willkommen zurück zu Myst für die Xbox Series X. Wir spielen das Remake und sind gerade wieder zurück und haben die blaue und die rote Seite jeweils reingetan, wo wir auch rausgefunden haben, dass es sich hierbei um zwei Brüder handelt, die eine kleine Fehde haben. So, ja, jetzt müssen wir natürlich wieder irgendwo hinkommen, jetzt müssen wir irgendwo wieder das Rätsels lösen. Aber eigentlich können wir das ja machen, indem wir wieder hier dran drehen. Und suchen uns diesmal. Warte mal. Was gibt's denn hier alles noch? Also, wir haben ja das Raumschiff gehabt. Jetzt nehmen wir einfach mal hier die Zahnräder. Und wenn wir die Zahnräder haben, können wir doch hier rein. Und uns angucken, was da jetzt steht. Das machen wir jetzt mal. Kriegen wir wieder was Neues, was auf der Tafel steht. Für uns. Jo. Dann wissen wir ja auch schon, wo wir gleich wieder hin müssen. Hoffe ich zumindest. Klappt auf jeden Fall ganz gut die letzten Male. Ach so, die Tür muss zu. Zack. Ja. Safety first, dachte er sich. Jetzt fahren wir hier noch aus der Tür raus. Wäre natürlich auch blöd. Könnte auch wehtun vielleicht. So, jetzt sind wir wieder oben. Ding. Und geht gleich mal hier rumgucken. Und da steht... Vibes. Das hatten wir schon mal fotografiert. 240, 2,21. Dieses 2,21, glaube ich, weiß ich, wo das hin soll. Wir haben nämlich in den einen Raum eine Kombination, wo wir die drei Zahlen eingeben können in diesem Safe. Ich glaube, das könnte richtig sein. Aber die 2,40? Weiß nicht, wofür das ist. 2,40 Uhr. 2,40, 2,40 Uhr. So, wir gucken mal. Ist auf jeden Fall da unten. Weiß auch nicht, wo das war. War das nicht hier irgendwie... Um die Ecke, genau, hier drin war das, meine ich. So, jetzt können wir hier, genau, hier, das ist das vielleicht. Pass mal auf. 221 war das, ne? Genau, und dann können wir den Griff benutzen. Ich sehe gar nichts. Okay, funktioniert wahrscheinlich nicht, weil wir... Diese 240. Warum gehen wir die 240 ein hier? Kann es das sein? Nein. Geh zurück. Testen wir das mal. Das könnte ja auch gewesen sein vielleicht. Nee. Auch nicht. Okay, warte mal. Dann lassen wir 221. Hätte ich gedacht, dass es passt. Aber es öffnet sich nicht. Wo müssen wir hier dran drehen vielleicht, damit sich das damit irgendwas passiert? Jetzt vielleicht? Nee. 2.40 Uhr. Ach, warte mal, 2.40 Uhr, wir haben ja auch noch diese Uhr hier. Können wir da vielleicht 2.40 Uhr einstellen? So, 2 Uhr und... Das ist jetzt 2.40 Uhr. Ach, da müssen wir den Knopf noch drücken, ne? Da bildet sich ein Weg. Da ist ein Weg gekommen. Da gehen wir rüber. Jetzt können wir, ach, jetzt können wir den Knopf wieder drücken. Dann kommen wir jetzt hier rein. Tatsächlich. Und jetzt, was machen wir hier? Drücken wir drauf rum? Ja, ne? Ach, vielleicht müssen wir da das eingeben, 221. Seht ihr das hier? Hat nichts mit dem Safe zu tun wahrscheinlich. Okay, versuchen wir mal. Nee, das war gerade verkehrt. Das haben wir hier.
Eins. Okay, warte mal. Zwei. Ah, okay, warte, dann weiß ich wie. Oben müssen wir 2-2, müssen wir unten erstmal. Geht nicht. Warum geht das nicht mehr? Ach, ich kann man hier wahrscheinlich resetten, ne? Okay. Probieren wir nochmal. Warte mal. Da. Nee, es war dumm. Hä? Mist. Okay, kurz überlegen. Wir müssen auf jeden Fall die 1 unten haben. Nochmal resetten. Er ist den hier. Verdammt. Oder die 2? Jetzt muss es doch. Nee, jetzt haben wir. Mist. Jetzt haben wir das umgekehrt. 2, jetzt brauchen wir eigentlich die 1 unten. Oh Gott, ich bin zu blöd dafür. Warte mal. Nochmal resetten. Also, wir müssen 2, 2, 1. Das heißt, wir brauchen erstmal oben, wir brauchen erstmal unten die 1. Nichts. Okay, man kann nur bestimmte. Okay, nochmal. Also, wir drehen erstmal unten. Oben, Entschuldigung. Nochmal. Wir müssen nochmal machen. Ich habe nur so lange Zeit, wie das dieses Ding da runterkommt, ne? Bringt nichts. Okay. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Also, wir müssen 2-2-1 reinbekommen. Zwei, zwei, drei, okay. So, dann fangen wir hier drüber an. Bin wieder falsch. Hey.
Ich, ganz ehrlich, ich weiß, ich blick das gerade nicht, wie ich das so gleich hinzeige bekommen soll. Warte mal. Wieder verkehrt. Nochmal. Hä? Warum geht das denn? Warum bleibt der denn so stehen? Das war? Okay, warte mal. Das war ganz anders. Wenn länger gedrückt hält, was ist hier auch genau das gleiche? Okay, dann ist es ein bisschen leichter, aber anders hätte ich es auch nicht gecheckt. Der dreht sich immer. Okay, warte mal. Dann machen wir es einfach. Okay, dann ist es natürlich easy, aber das wusste ich ja nicht, dass man, wenn man länger drückt, dass das passiert. Was hat sich hier irgendwas, dieses Zahnrad da aufgemacht? Oder was ist da passiert? Hä? Was denn? Kann ich irgendwas mitnehmen? Zahnrad mitnehmen oder so? Nee. Machen hier. Ach, oh, das war ja dumm. Na gut, warte mal. So. Jetzt ist hier irgendwas aufgegangen, ne? Aber da kann ich ja, da kann ich nichts machen. Ja. Okay, also hier ist ein. Kann ich vielleicht was bei den großen Zahnrädern jetzt machen? Dass da irgendwas ist? Lass mal hingehen. Also weil sonst wüsste ich jetzt nicht, was. Hier jetzt großartig passiert sein, weil hier ist nichts. Da war das Zahnrad, ja? Ist hier irgendwas beim Zahnrad? Ach, guck mal, wie beim Schiffsmodell, ein kleines Modell. Das ist auch ein halbes Zahnrad jetzt da oben. Sieht man das? Guck da. Okay. Ah, guck mal. Da liegt ein Buch. Gehen wir da rein. Och, alter Schwede, ist das aber auch echt ein bisschen complicated, das Ganze. Finde ich nicht so leicht, wie man es sich vorstellt. So, wo sind wir jetzt gelandet, frage ich mich. Okay, jetzt sind wir auf einer Zahnradinsel. Hier sind Knöpfe. Okay, da können wir noch nicht mehr anfangen. Das sind irgendwelche Symbole. Das müssen wir bestimmt machen. Hier kann man über die Insel gehen ein bisschen. Zahnräder überall. Auch Zahnräder. Man kann hier links gehen. Okay, gehen wir. Packen wir rein anscheinend. Oh, gehen wir mal hier durch.
Okay. Dann kommen wir wahrscheinlich hier wieder einmal. Gibt es noch einen Weg? Da einmal im Kreis gehen. Da ist ein Knopf. Das sieht auch nichts. Okay. Da war noch ein Knopf, habe ich gerade gesehen. Wer ist die Tür zu machen hier? Okay, da geht's runter, aber ich kann da nicht runter. Okay, da müssen wir wieder drauf drücken. Oder kann ich jetzt hier durchgehen? Nee. Okay, dann müssen wir dieses Ding wieder hoch machen. Sonst kommen wir hier gar nicht raus. Okay. Dann geht's hier weiter. Und dann kommen wir hier. Oh, hier sieht's auch schön aus. Und dann sind wir hier wieder draußen. Okay, dann lass uns doch erstmal in diesen rechten Raum reingehen, wo wir gerade waren. Und gucken, was wir hier so machen können. Rotationssimulator. Okay. Gut. Das ist ein Armbrust, den kann ich aber nicht mehr nehmen, ne? Ich pfeile auch nicht. Da ist ein Knopf. Hier reingehen. Hier ist eine blaue Seite. Gehen wir schon mal mit. Hier ist ein Schalter. Okay, hier ist voll mit Strom. Ich komme hier nicht mehr raus. Hier kommen wir raus, okay. Okay. Hier ist ein Helm. Liegt noch irgendwie Werkzeug. Da ging nur die Kammer auf. Da ist eine kleine Musikbox. Oh, hat die mich gebissen? Nee, ne? Okay. Die macht nur so komische Zischgeräusche und ist dann wieder weg. Okay, was kann man hier machen? Die Frage, ne? Okay, wir sollen gehen in den nächsten Raum mal rein nochmal. Gucken, ob wir da was finden. Weil hier kann ich noch nichts mehr anfangen. Das ist ein komischer Vogel hier. Okay, guck da immer zu verschiedenen Seiten. Ich höre gar nicht mehr auf. Okay, doch, auf. Okay, hier sitzt ein König irgendwie. Hier ist ein Schachbrett. Und da ist ein Knopf. Noch ein Geheimgang. Okay, hier finden wir schon mal die rote Seite. Und was ist hier? Oh, hier steht noch was. Sirus, deine Gier macht mich ganz krank. Nie ist dein Begehren nach Reichtum und Beute gestillt. Ich werde meine Untertanen anweisen, deine neue Steuer nicht zu zahlen. Du weißt, dass sie auf mich hören. Gruß, Archner. Okay, der scheint relativ reich und mächtig zu sein. Beziehungsweise findet er gut. Okay, hier haben wir die rote Seite hier gefunden. Die Frage ist hier. Oh, guck mal, hier sind die ganzen Modelle. Hier ist das Modell von der Rakete. Das Modell vom Schiff. Hier ist eine Uhr. Das Modell von der Uhr. Hier ist ein... Das haben wir auch schon benutzt. Und hier sind Steine. Okay, hier sind sogar Knöpfe. Drücken wir mal. Okay. Bisschen abgefahren. Okay. Aber mehr können wir hier auch nicht machen, irgendwie anscheinend, oder? Eins wird mir hier. Wir gehen nochmal da. Hier war auch nicht mehr drin, okay. Gut. Wenn wir jetzt hier nochmal hingehen, warte mal, wo war das?
Wo war das jetzt eine Tür? Das ist eine. Und hier guck mal rein, wenn wir den Knopf drücken, das Problem ist. Kommen wir nicht einfach rein. Wenn ich den Knopf drücke, hier, dann kommen wir, da kommen wir ja nicht runter, ne? Nee. Okay, das schaffen wir nicht. Bringt das also gar nichts. Kommen wir nicht rein da. Und hier kommen wir auch nicht runter. Also das bringt uns jetzt gar nichts hier. Noch ein Knopf irgendwo? Ach, da ist noch ein Knopf. Okay, guck mal. Okay, gehen wir da runter. Okay, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Symbol? Okay, man kann das drehen. Okay, wir machen es mal, bis die Öffnung unten ist. Macht das nicht Sinn? Wahrscheinlich ist die Tür ist ja drüben offen, ne? Ja, guck mal, habe ich mir schon gedacht. Okay, machen wir wieder zu. Ja, wieder zu. Okay. Cool, jetzt können wir die Tür hier benutzen. Okay. Hier? Wenn ich so irgendwie zu meinem Knopf. Hä? Oh nein! Jetzt fällt wieder runter. Okay, können wir noch weiter runterfahren? Okay, man kann noch weiter runterfahren. Okay. Wäre gar nicht so schlecht, gucken, was unten ist. Hä, das ist da wohl warm, oder nicht? Ja, hä? Ich dachte, ich könnte noch einen runterfahren. Können noch einen runterfahren? Nee. Und nur hoch. Hier ist ja noch eine Etage. Nee, komm. Warte mal, vielleicht kann man das so machen, warte mal. Er warnt ja, was ist, wenn ich jetzt rausrenne? Fährt er dann auch runter ohne mich? Tatsächlich. Ich muss nur den weg haben, den Fahrstuhl, sonst funktioniert der Knopf hier wahrscheinlich nicht. Oder es ist nur der Knopf zum Rufen des Fahrstuhls, das kann natürlich auch sein. Nee, da sind zwei Hebel, okay. So, haben wir zwei Hebel gefunden. Okay. Hä? Was passiert jetzt? Hä? Ich weiß gar nicht, was passiert hier, oder? Was macht das denn? Warte mal. Nein, warte mal. Wofür ist ein anderer Hebel gedacht? Okay. Und jetzt? Passiert da irgendwas? Ich meine, das ist ein Riesengerät. Dreht er irgendwie die ganze... Vielleicht dreht er ja das, unten das Level irgendwie? Oder die Schächte da? Wir gehen nochmal runter. Testen wir mal. Aber ist auch komisch. Habe ich jetzt irgendwas gedreht da oder was ist da passiert? Also es sieht ja aus, ob er das ganze Gondel gedreht hat, aber wir sind doch wieder hier. Okay. Nö. Aber ich glaube, man kann damit was drehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir fahren aber nach oben.
glaube, man muss damit irgendwas drehen. Aber was dreht man denn damit? Ach, warte mal. Wir hätten rausgehen sollen. Fällt mir gerade ein. Weil wahrscheinlich ist der Raum ja der gleiche. Aber vielleicht haben wir ja die Insel gedreht oder so. Das könnte gut sein. Oder? Genau, vielleicht haben wir die Insel ja gedreht. Lass mal gucken. Achso. So, wir gehen mal raus. Wir haben ja hier irgendwas gedreht. Ach, guck mal. Man dreht also das ganze Teil hier. Seht ihr das? Man kann diese ganze Burg drehen. Was ist das hier? Was ist das jetzt? Ich kann hier nichts drücken. Aber diese Zeichen, die haben wir doch schon mal gesehen. Ich mache mal ein Foto davon. Warte mal kurz. Weil ich glaube, die haben wir gesehen, als wir die andersrum gedreht hatten. Kann das sein? Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Aber da hinten ist auch eine Position und sind von da gekommen. Da kann man auch noch hindrehen. Seht ihr das? Da drüben können wir auch noch raus. Da müssen wir nochmal das ganze Ding drehen. Okay. Das machen wir. Muss ja irgendwie möglich sein. Bloß woher weiß ich, wie weit ich drehen muss? Das ist die Frage. Okay, pass auf. Jetzt machen wir es nochmal. Achso, wir müssen das Ding runterbringen. So. Darf ja gar nicht so weit sein, ne? Ist ja nur... Achso, wir müssen erst den hier hochschalten. Dass wir drehen können. Und dann drehen wir. Okay. Was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber wir testen es mal. Soweit war das ja nicht, ne? Also, wie man erkennen kann, ob man weitergekommen ist, weiß ich zwar nicht. Aber es war ja noch so ein einer Inselvorsprung da. Den müssen wir auch nochmal schnappen. Hier rein und wieder runter. Ist auch eine blöde Rennerei, muss man sagen, ne? Aber trotzdem cool gemacht eigentlich mit diesem, dass man das ganze Teil dreht. Das muss man auch erstmal drauf kommen, ne? So. Wir rennen jetzt wieder raus. Bei hier. Dann sind wir jetzt auf diesen anderen Vorsprung gelandet. Tatsächlich. Ach, guck mal. Dann rennen wir jetzt hier hin. Gehen hier hoch. Hier ist noch so ein Zahnrad. Da sind die Symbole. Den fotografieren wir auch mal ab. Weiß nicht, ob ich die alle gebrauchen kann. Ah. So. Klick. So, ich könnte natürlich auch mal einen Screenshot machen, aber so ist es doch irgendwie flinker. So. Da hinten sind wir gestartet, ne? Da drüben. Ja, das ist ja gestartet. Das heißt, wir müssen jetzt einfach wieder da zurück. Gibt es denn auf der anderen Seite auch noch was? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ist da vielleicht da drüben auch noch irgendwas? Hm. Müssen wir nochmal drehen kurz. Wir drehen nochmal. Es gibt bestimmt drei Falschvorsprünge. Die können wir aber gleich sehen. So, nochmal rein hier. Hm. Lustig. Lustig ist das. Los. Hoch mit dem Ding. Und los geht's. So, müsste gereicht haben, glaube ich. Hm. Klingt doch schon mal von einem anderen Geräusch. Da machen wir so ein paar schon wieder. Die Geräusche geben immer, glaube ich, Aufschluss darüber, wenn man irgendwas macht. Das ist wie mir unten bei den Tunneln gewesen. Euch noch erinnern an diese Tunnelfahrten da. Da waren auch immer so komische Geräusche, wenn man irgendwann gekommen ist. Aber ich weiß es halt auch nicht. Halt ein bisschen... So. Ich hoffe, jetzt gereicht die Drehung. Aber ich denke schon.
Hui. Tatsächlich. Aber guck mal, da drüben ist gar nichts. Also, oh, da ist alles mit Öl verschmiert. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, so. Und ich habe nämlich hier vorne, als wir angekommen sind, gab es auch dieses Zahnrad hier. Und da müssen wir die Symbole wahrscheinlich eingeben. So, die suchen wir uns nochmal raus. Die Frage, welche Reihenfolge? Aber das gibt ja nur die beiden Reihenfolgen. Deswegen können wir es einmal ausprobieren. Also, das erste war so ein Halbkreis. Oh. Nochmal. Ah, Mist. Das hat um. So. Genau der. Und beim zweiten sind das so komische. Nee, nee. Die, genau. Und das zweite Bild, das sind. Das ist so ein Halbmond. Aber der muss in die andere Richtung zeigen, glaube ich. Gab es denn auch eine in die andere Richtung? Oder ich sehe gerade das Bild über Kopf, kann ich auch sein. Nee, das ist das Richtige. Das andere ist so mit diesen drei Spitzen unten. Das. Ja, was hat sich getan? Hier ist nichts. Hier auch nicht. Aber irgendwie gab es doch ein Geräusch, oder nicht? Aber wo gab es das Geräusch? Was ist passiert? Oder war da gar nichts? Warte mal. Hier hört sich's an, ne? Aber hier ist nichts. Da oben auf dem Dach vielleicht? Oder war das das falsche Geräusch? Warte mal. Ich teste mal kurz was. Wir tippen hier einfach mal das falsche ein. Ah, okay, ist das falsche Geräusch. Also muss es die andere Richtung sein, ne? Also muss es erst hier der Halbmond sein. Und das mit den drei Dingern. Und dann ist es hier nämlich der offene Kreis. Oh, mal vorbei. Der offene Kreis. Und diese komischen Pfeile, die da. Auch nicht. Hm. Gut. Muss man das in einer bestimmten Reihenfolge? Also, die Reihenfolge, glaube ich, war richtig. Mehr oder weniger. Ich gucke mir die Symbole mal an. Also dieses. Ach so, warte. Ich weiß warum. Ich muss ja hier. Hier muss es anfangen. Weil ich über den Kopf geguckt habe. Und hier muss der Halbkreis sein. Okay, ist es auch nicht. Dann bedeutet es ja, dass wir. Dass das hier anfängt. Warte. Oh. Das. Der Halbmond. Und hier die anderen beiden Bilder. Dann muss es das aber sein, glaube ich. So, Halbkreis. Und oder dieser Kreis auf den Kreis. Und dieses andere Symbol. Da, jetzt muss das sein. Ah, guck mal. Okay, ich habe auf den Kopf geguckt, das war natürlich dumm von mir. Aber naja. Ach, guck mal, hier liegt das Buch. Dann kommen wir endlich wieder zurück. Back to the Future, sag ich nur. Oder vielleicht auch nicht Back to the Future, vielleicht auch Back to the... keine Ahnung. Irgendwo geht's auf jeden Fall jetzt hin. Also wahrscheinlich wieder zur Original-Müstinsel, wie die ganze Zeit. Jetzt können wir die beiden Seiten noch abgeben. Das machen wir auch gleich. Und hören uns an, was die nochmal zu erzählen haben, die beiden. So, guck, was er sagt, der Bösewicht. Each page I can see you more clearly. Soon I will be free from this hard prison in this book. You must visit the one remaining age which you have not yet. I am confident that it will be clear to you. Guilty. He took advantage of the freedom our father had given us long. Aknar began to gain it twisted. Okay, also es mögen sich beide nicht und beide beschuldigen den anderen, verrückt zu sein. I ask you again. Do not retrieve the blue pages. He will destroy both myself and you, just as he destroyed the other ages of mist. I never will escape. Okay, der sagt das. Guck mal, was der blaue Heini sagt.
So, jetzt. Convinced that Cirrus is guilty. Do not release him. Well, destroy me. Just the innocent bystander have been wrongfully tricked into imprisonment. Confident you have observed his unbridled lust for riches. Four remaining worlds. Some plot was almost perfect. Beide Büschen geklappt. Blow to father. He tricked him into believing that it was I who was the murderer. I did not murder father. Bring me the remaining blue pages, please. A liar. A fool and a liar. Be free. Was machen wir denn da? Ich bin mal gespannt. Okay, ist die Frage, wen wir befreien wollen, ne? Okay, er sagt nur, dass wir die blauen Seiten bringen sollen, das machen wir dann auch. Ja, aber nicht mehr heute, denn für heute war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Bock habt, dann lasst mir doch bitte ein Abo da oder vielleicht auch nur einen Kommentar. Vielleicht gefällt euch ja irgendwas überhaupt nicht, dann könnt ihr es auch gerne sagen. Und ja, bis dahin, tschüss.